Ah, wie krass ist das denn, Kev? Wie krass ist das Runter! Wir werden uns hochheben! Jawohl! Los, lass ihn packen! Oh, los, jawohl! Scheiße! Ah, hallo, ihr Lieben, seid super herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Heist-Missionen gemeinsam mit dem Dena. Hallöchen! Hallo, meine lieben Jungs! Wir sind hier in meiner wunderschönen Wohnung mit zwischendrin einfach mal einen Kies und einen Baum und so. Finde ich echt stylisch. Ich habe aber das Gefühl, dass du versucht hast, mich gerade zu schlagen, oder? Hä? Das sah so aus, weil du so gegen mich gegengerempelt bist, dass du mich schlagen würdest. Das geht immer, Partner. Vielleicht kann das sein. Ich dachte so, hey, nochmal einen mitgeben oder so. Oh. Ich glaube, hier stand gerade, dass schon das Finale losgeht von dieser Heist-Mission. Wir haben ja in der letzten Folge die erste Heist angefangen. So und jetzt, ich glaube echt, das ist jetzt der Überfall. Ich glaube, das ist der Überfall, du hast recht. Wir haben ja in der letzten Folge, falls ihr das nicht gesehen habt, das war etwas chaotisch und ich bin gefahren wie eine angesenkte Sau. Aber wir sollten ein gepanzertes Fahrzeug besorgen, das ist an Ort und Stelle angekommen. Wir haben den Ort ausgekundschaftet und heute geht es tatsächlich um den Überfall. Und danach werden weitere Überfälle, die noch viel schwerer und viel geiler sind, freigeschaltet. Das ist sozusagen nur die Anfangs, die erste Mission, um uns da langsam ranzuführen. Aber deswegen müssen wir das auch schaffen. Oh. Lester ist schon da. Ja. Erstes Mal. It's never easy. There won't exactly be a fireworks, you know. It'll be vaguely. Wieso guckt er mich so an, Alter? Disappointing, you know, you probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish too early. Hä? And you'll be able to. Ja, ich glaube, er erzählt seine persönliche Leidensgeschichte gerade. Ich merke das. Ich dachte mir schon. New risks. And that's when you'll remember. Onkel Lester. Oh, ich bin der Fahrer, das sieht man hinten schon. Oh nein. Du bist der Bohrer und ich bin der Fahrer. Nein. Das steht da. You're gonna repress it. Wash it down. Never talk about it. Hey? Okay. First time. Police side. It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other du fährst und ich gehe in die Bank. Ja. Also, wir müssen bohren und die Bullen dürfen uns nicht kriegen. Mhm. Ich finde deinen Blick super. Sieht so aus, wie ich verstehe gar nichts. Alter, ich gehe. Meiner schielt auch so hässlich, ne? Ja, ich meine. Und das Outfit trägt auch nichts dazu bei. Hey! Don't expect too much. There are wild, insane. Was ist denn los? Hat er die Sex besessen, ne? Ein bisschen, ja. Unnormal. Oh, jeez! Okay, das heißt, ich fahre, du steigst als Einzige aus, wie ich das verstanden habe. Ja, so habe ich es auch verstanden. Und ich bohre dann irgendwie das auf. Ich glaube, das geht relativ schnell. Ausrüstung haben wir den Bohrer und das Fahrzeug. Überfliege die Tafel, okay. Weißt du was? Was denn, kannst du ändern oder was? Ich du kriegst einen größeren Anteil? Ja. Sind die Verkackeiern? Nein! 50-50! Dena, änder das. 50-50. Ja, mal gucken, ob ich das machen kann. Ist das fies? Ist das fies? Geht das? Ich probiere gerade mal. Bei mir bekommst gerade noch alles gezeigt. Ich kann noch nichts drücken. Aber also ich kann auch überhaupt nichts drücken. Ne, ich bekomme. Die sagen es mir gerade hier noch kurz, wie ich das machen kann. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht mehr kriege. Ah, warte! Vielleicht nimm mich mal als Bruder, weil ich habe richtig viel Stärke. Ich habe dich doch bei Armdrücken besiegt. Kannst du mich da umändern? Wie viel Stärke hast du? Ja, ich glaube, wenn du wechseln kannst, dann siehst du ja die Statistik. Dann können wir nehmen, der mehr Stärke hat und so. Der soll dann mehr, weil ich hatte, glaube ich, mal Stärke voll. Ich habe, weil ich mal so immer Armdrücken gemacht habe. Bam. Ich kann es gerade noch nicht. Das dauert ewig hier. Auf der Karte kannst du grob persönlich jede Aufgabe sehen. Hier steht, weil wir zum ersten Mal dieses Heist spielen. Wir haben es nicht mal geprobt so, sondern es ist wirklich das. The first time is it. So, jetzt kann ich es auch ändern. Ah, warte mal, du siehst. Oh, guck mal, ich habe mehr Stärke als du. Ja, wofür braucht man das denn? Ja, für Bora, da steht Stärke. Wo steht, dass man dafür Stärke braucht? Das stand da doch, glaube ich. Die Stärke des Bodas, bla bla bla. Oder nicht? Dachte ich jetzt. Also ich kann auf jeden Fall wechseln und ohne Witz, ich habe viel größere Stats als du. Mehr Stärke, mehr Schleichen. Ja, ich habe jetzt gesagt, dass du das machst. Ja, bist du der Fahrer, Dena, du freust dich doch. Und trotzdem kriegst du 60%? Das kann ich nicht umändern. Ach so, ich komme bereit machen. Sehr schön.
Und achso, jeder hat verschiedene Aufgaben. Ich muss mich zum Schließfach begeben und bohren. Du musst die Kameras zerstören. Alles klar. Zerstöre die Kameras und halte die Zeugen unter Kontrolle. Das musst du machen. Und du darfst den Look aussuchen. Finde ich Hammer. So machen welchen wir. Wollen wir? Wieder den hier oder den schwarzen? Geschäftlich hier. Ja, da gibt es verschiedene geschäftliche Sachen. Hey, wieso hast du so ein anderes Outfit? Du hast das für mich ausgesucht. Achso, ich habe so einen braunen Anzug. Ja, so, ich weiß gar nicht. Ach so, nee, ich kann das machen hier auch. Ich habe nichts ausgewählt, du hast alles gemacht. Lass komplett so schön schwarz sein, nimm das schwarze. Achso, das musst du eigentlich. Ach doch, ich kann Manager ändern. Hier. Ja, perfekt. Bereit zum Spielen. Und los geht's, Freunde, der Banküberfall ist. Zeugen unter Kontrolle halten, aufbohren. Ich bin gespannt. Oh, ich freu mich. Dein Auto oder was? Mir gibt dich zu Lashtes Fabrik. Ja, hier, steig ein hier bei mir. Ich hab eine schöne Tasche dabei, wertvoll. Das sind nur meine Sportsachen. Ich komme gerade aus dem Fitnessstudio, wo ich meine Stärke trainiert habe. Kann keiner ahnen, dass ich jetzt echt eine Bank aufbohre. Aber wir sollen erstmal zu Lester fahren anscheinend. Ich glaube, wir müssen irgendwen abholen oder irgendwelche Details. Wir müssen das Zeug abholen oder so. Ja. Ich bin gespannt, er hat ja gesagt, in diesem Schließfach sind Wertpapiere. Mhm. Aber wieso sollen wir genau diese Erze erzählen, dass man das nicht nachverfolgen soll, statt den anderen Sachen? Das verstehe ich auch nicht. Was hast du gesagt? Warum wir halt 100, anstatt irgendwie alles in die Luft zu sprengen, alles. Welche Nummer hast du gesagt? 167. Du hast gerade 136 gesagt. Nein, 167. Ich hab das gehört. Ja, nee, da hast du bestimmt verhört. Zweimal hab ich nachgedacht, das war 130 gesagt. Okay, 167. Ich glaube, er hat irgendwie erzählt, dass man da, weil das bestimmte Papiere sind, dass das keiner nachverfolgen könnte und da keine Aufmerksamkeit entstünde. Na, ich glaube, Aufmerksamkeit entsteht ja eh, weil die sehen, dass sie es aufgebrochen haben und so. Dann wird es, glaube ich, nicht liegen. Es muss irgendwas Besonderes sein. Ach so, wir sollen denn das andere Auto einsteigen? Ja, ja, hier ist es, ja. Wäre das jetzt immer noch kaputt? Nee, guck doch an. Feil? Wie vom Fließband. Aber das sieht echt geil gepanzert aus, ne? Das ist ein geiles Fahrzeug. Ja. Das ist ein richtig geiles Fahrzeug. Ich muss kurz auf mögliche Schäden im Sonnenlicht überprüfen. Oh, nee, es glänzt fein. Ja, Dena. Ja, okay, du hast recht. Ist echt repariert worden. Ja, sag ich nur. Alles tut die. Jetzt hat die ganze Zeit gesagt, mach's nicht kaputt, sonst wird es schwerer, nachher vor die Polizei zu fliegen. Ich muss... Oh, ich bin wieder im Crack-Modus. Dena. Und diesmal mache ich alles am ersten Versuch. Das heißt, du bist gerade wieder in der App? Ich bin gerade im Cyberspace. Ja, ohne Witz. Oh, oh. Ja. Ja. Ah, das reagiert mal eine Millisekunde später. Yes, beim ersten Mal geschafft. Und, oh, aber erst eins von drei. Weiter geht's. Alter Billy. Oh, what the f... Hä, was ist denn das für ein Spiel? Erzähl mal, das ist so eine Art Snake, da sind so Barrikaden aufgebaut und du musst mit so einer Snake-Schlange an den Barrikaden vorbei. Aber das Snake-Spiel, das reagiert einfach nicht direkt, weißt du, das... Ist so verzögert. Ja, minimal und dann musst du... Da kommt man manchmal so richtig gefährlich an hier, okay, da hätte ich abkürzen können. Alter, hast du den Drift gesehen? Hammer, Alter! Nein, nein, ich sehe ja gar nichts vom Spiel. Oh, shit! Weil ich sehe ja nichts vom Spiel, ne? Ich sehe ja nur, mein ganzer Bildschirm ist diese Elektronik. Also der erzählt gerade, das sage ich dir deswegen, dass wir Pump-Action-Shotgun bekommen, damit wir schon Angst machen. Ja. Und ich muss die vier Überwachungskameras ausmachen, sobald wir drin sind. Und du, sobald du im Netzwerk bist, kannst du die Tresor hier von deinem Handy aus öffnen. Das machst du gerade, ne? Ich glaube, ich mache nur die Sicherung aus, aber das zweite habe ich jetzt geschafft mit Abkürzung. Das dritte kommt jetzt. Alter, das ist gar nicht so leicht. Wo fängt's an? Da oben. Wow, und es wird auch immer schneller. Okay, was noch? Wie bitte? Was hat er noch gesagt? Das war's eigentlich, wir werden danach abgeholt von jemandem. Und er sagt, dass der super ist, aber auch ein bisschen teuer. Und ich hoffe, dass er einen wirklich guten da geholt hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass er einen Scheißtypen geholt hat. Ja, ganz am Anfang, eine erste Mission. Okay, ich habe das dritte geschafft. Es ist alles. Wir haben es geschafft. Drei Kreisläufe oder Schaltkreise sind... Nee, noch einer? Ich glaube auch, weil hier steht, ich muss warten, bis du fertig bist, Kev. Bin zu schnell gefahren. Nee, System gehackt. Okay. System ist gehackt. Aber du bist aus dem Bildschirm raus?
Drücke X und... Ja, jetzt bin ich wieder drin, okay. Okay, ja, hier, aber so, zack, jetzt geht's. What the fuck, es geht direkt los. Meine Augen sind noch quadratisch. Öffne den Tresor. Öffne dein Handy und starte die VLSI-App. Mache ich. Aktivieren, ja. Wird freigeschaltet. Okay. Oh, du hast die Tür aufgemacht, kann das sein? Tresor ist offen. Okay, Maske aufsetzen. Hab ich. Ich auch. Betrete die... Shotgun rausholen. Schwere Schussflinte. Pumpgun. Okay. Auf drei ist rein. Okay, eins. Zwei. Drei! Freunde! Hallo, meine lieben Jungs! Eine Kamera ist kaputt. Begib dich zum Schließfach, ich bin da. Okay, ich beginne mit dem Bond, den du machst. Ja, ich habe schon zwei drei Kameras kaputt, nur noch eine. Okay. Hab alle Kameras kaputt gemacht. Jetzt Zeugen unter Kontrolle halten. Ihr bleibt alle hier. So, Leute, wir hatten kurze technische Probleme. Ja, in der Heißmission, alles neu. Trotzdem wieder auf einmal hatten wir Verbindungsabbruch. Aber jetzt geht das rein, Cap. Bei drei gehen wir rein. So ist es. Drei, eins, zwei, eins, go! Go! Wir holen uns die Moneten! Ab zum Schließfach und da es das zweite Mal ist, dass ich hier bohren kann, weil wie gesagt der Server abgestürzt ist, weiß ich jetzt ganz genau, wie man das perfekt öffnet. Gas komplett durchdrücken und den linken Stick nur minimal nach vorne, wirklich nur minimal, damit das Ding nicht überhitzt. Kev, bohren dich und bohr schneller! Bohr schneller! Hey! Ich darf mich aber nicht konzentrieren bei diesem Lärm! Entschuldigung. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, wir dürfen das nicht so rot werden lassen. Das ist jetzt schon die äußerste Grenze, wie ich bohr. Komm schon, bohr schneller durch das Gate, das winkt! Dena, was willst du dir kaufen? Warte, ich kann dir angeblich auch einen an. Warte. Warte. Oh, guckt euch das an, ich bin da gleich durch. Das ist Highspeed. Ich bin durch! So, pass auf, ich kann die Leute auch anschreien eigentlich. Ja, mach mal. Warte. Aber ich glaube, der Knarre Rumpball anbringt mehr, oder? Oh, jetzt bringt euch. Ihr seid alle scheiße! Scheiße seid ihr! Ihr Dena. Seid alle doof! Ach, durch dein Mikrofon! Dena, ich bin fertig! Wo bist du? Raus! Ha? Komm rein! Oh. Durch da! Fahr! Ich war ja schon! Tschüssikowski, Opfer! Alles klar, ich versuche die Reifen zu treffen. Hey, ich kann auf das... Wir werden da abgeholt von diesem Fahrer, den der vorhin meinte, dass der Angriff gut sein soll. Oh Mist, ich kann nur auf der linken Seite oder so schießen. Oh fuck! Alter, what the fuck? Clever gemacht, Dena! Clever gemacht! Ich bin stolz auf dich. Ich glaube, da kommt aber die nächste. Aber weißt du was? Du packst das. Es juckt uns nicht! Nein! Hinter die Absperrung, Dena! Zurück! Kontrolle verloren. Oh nee! Wir müssen zurück, Dena! Da vorne passt nicht durch! Oh, scheiße! Nee, nicht ins Wasser! Oh, nee! Komm schon! Fahr lieber zurück! Sicher! Okay, doch, pass auf! Ich hab's unter Kontrolle, oder? Okay, Dena ist im YOLO-Modus Kontrolle! Alles um Bestens! So sieht Kontrolle aus! Vorsicht! Nice! Ich hab dir auch nebenbei abgeschossen! Sehr schön! Das war auch sehr, sehr gut! Abholstelle auf der Brücke! Da ist sie schon! Okay! Oh ja, mit dem Heli werden wir abgeholt. Was? Ah, mit einem Cargo-Bob. Ah, ja, wie geil ist das denn, Kev? Wie krass ist das denn? Runter! Wir werden uns hochheben! Jawohl! Los, lass ihn packen! Oh, los, jawohl! Scheiße! Alle abschießen unten. Okay. Yo! Den geschafft. Ja, Hammer, geil! Yeah. Die erste Heist-Mission ist endlich abgeschlossen! Alter. Alter, wir haben es gepackt. Ich will wissen, was für eine Bewertung und vor allem, was jetzt freigeschaltet wird. Erstmal muss Lester wieder irgendeine Scheiße erzählen, glaube ich. Ja, bestimmt über seine Sexspielchen oder so mit seinen Männern da. Bin mal gespannt, was wir überhaupt rausgeholt haben, ey. Ja. Papi ist ein Trinken gegangen. Er soll zeigen, was er ist. Was zum Henker? Der zeigt uns nicht mal was. Was? Wir sollen nicht anfangen zu klammern? Ja, wir wollten wissen, was da drin ist. Platin!
Boom! Bams, ich hab die voll im Echo gehört. Aber das Ding ist... Ja? Ey, wir haben alles gekriegt, was geht. 50.000 plus, Hammer. Nimm mal bitte dein Mikrofon raus, ich höre dich, Dings da. Ich hab's Mikro rausgenommen. Perfekt. Alter, Hammer. Bonus erstes Mal. Insgesamt verdientes Geld 151.000! 163.000. Alter, du hast ja ein paar Prozente mehr. Und ein neues Level haben wir auch erreicht, oder geil, fast. Geil, geil, geil. Sehr einfach cool, also geil. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das war sogar nur die Tutorial-Mission, die Übungsmission sozusagen. So die anderen Missionen sind auch viel größer. Und weil das jetzt eine richtige Neuheit ist, haben wir uns gedacht, dass wir eine weitere Mission machen in der nächsten Folge, aber uns dann eine Aussuchung, die es richtig in sich hat. Ja, ich weiß ja auch, ich glaube, die kommen erstmal chronologisch nacheinander. Ja, weißt du, ja, ich weiß gar nicht. Ja, vielleicht brauchen wir auch vier Spieler dafür. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt schon in der nächsten Folge einen machen, weil dann müssen wir vielleicht erstmal noch einen dritten und vierten Spieler finden. Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall machen wir nächste Heist-Mission. Auch wenn es euch gefallen, Leute, schreibt es rein in die Kommentare, drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in 3 Tagen wieder bei der nächsten Folge. Die kommen wie immer bei Kev und bei mir. Link zu beiden ist in der Beschreibung. So ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen und mach's gut. Ciao. Bleibt geil, wir stoßen noch an. Yeah. Ciao, ciao. Boah, ich sehe das nicht. Wir stoßen gerade noch an. Bei mir ist Fleckerhörer, Fliechter, Überfall oder abgeschlossen. Und wir trinken schönes Pisswasser. Bei mir ist weißes Bild. Leute, bleibt geil und macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.